So, meine lieben Liebenden, wir sind wieder hier, wir sind wieder am Spielen und heute kommt Warcraft 3 Reforged, das Remake von Warcraft 3. Und ich kann euch nur eins versprechen, von der Story her ist das ein richtig gutes Spiel, eine Hammer-Story. Sie gefällt mir einfach nur durch und durch. Ich habe um die Einstellung zu verbessern, habe ich hier ein bisschen schon rumgespielt. Aber jetzt würde ich mit euch zusammen das Ganze mal durchgehen. Wir fangen an mit der Prolog-Kampagne Auszug aus der Horde. Wollen wir mal rein. Gucken uns erstmal die Einleitung an. Viel Spaß dabei. Wir schenkten den alten Prophezeiungen niemals Beachtung. Wie Narren hielten wir an unserem Hass fest. Und kämpften Generation um Generation. Zu dem Tag, da es Feuer regnete und ein neuer Feind über uns kam. Jetzt stehen wir am Rande der Vernichtung. Denn die Herrschaft des Chaos hat begonnen. So, was haben wir gesehen? Mensch und Ork bekriegen sich und plötzlich kommt ein Steinwesen vom Himmel und es sagt die Katastrophe, die Ausrottung allen voraus. Das war doch ein schöner Anfang. Das gibt uns jetzt zu denken. Jetzt lernen wir den ersten Helden kennen, unseren Thrall, und der hat eine Vision. Gucken wir sie uns einmal an. Blizzard Entertainment presents. Die Zeit ist abgelaufen, Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht ihm Gefahr durch Krieg. Thank you.
aber trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns alle zu verzehren. Sammelt die Horde und führt euer Volk seinem Schicksal entgegen. Sucht mich. Tja, unser guter Thrall hat da eine Vision von einem riesigen Krieg zwischen der Menschheit und den Orks. Und er hat den Auftrag bekommen, von einer mysteriösen Gestalt einmal auf die Suche nach ihm zu gehen. Und da wollen wir dann direkt reinhüpfen. Kapitel 1. Visionenjagd. Irgendwo im Arathi-Hochland erwacht Zwall, der junge Kriegshäuptling der Ork-Horde, aus einem beunruhigenden Traum. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitmachen. Mein guter Thrall, du hast doch keine andere Wahl. Es geht um das Schicksal der Erde. Die Suche nach dem Propheten. Folgt den Anweisungen des Erzählers, findet Wählt den Propheten. Wählt zuerst per Linksklick im Hauptfenster. Wunderbar. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Wie ihr seht, schrumpft das schwarze Gebiet, wenn Thrall es durchquert. So könnt ihr immer sehen, welche Gebiete ihr schon entdeckt habt. Loktar, meine Krieger. Ja, wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling. Jetzt sind eure Truppen ausgewählt und ihr könnt ihnen befehlen. Macht euch bereit. Da vorn lauert ein Gnoll. Ist ein bisschen blöd, weil der Erzähler die ganze Zeit was labert. Das war nur ein Speer. Unterlasse ich ihn. Aber das Lager der Gnolle ist in der Nähe. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das gegnerische Lager. Und wie aggressiv der war. Aber hallo! Was haben wir denn da? Gnollschläger. Und ein Gnoll-Auftragsmörder. Oh, wir sind hier gelevelt. Seht ihr das? Dann direkt mal gucken, was war. Oh, hier. Jedes Mal, wenn ihr auf den Heldenfähigkeiten wart. So, ich lese mal kurz vor, was der Kettenblitz macht. Schleudert ein Blitz, der dem Primärziel 85 Schaden zufügt und bis zu 4-mal überspringt. Jeder Sprung verursacht weniger Schaden. Man kann auch in dem Spiel hier die Gebäude von Gegnern platt machen. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz erzählen, damit ihr reinkommt. Hier oben ist meine Truppen, die habe ich auf die Taste 1 gelegt. Immer wenn ich die 1 drücke, kann ich das alles benutzen. Hier haben wir unseren guten alten Swall. Das ist der Kommandeur. Das sind die anderen Truppen. Der Swall hat noch die Fähigkeit hier diesen Kettenblitz. Und wir können das hier uns umgucken, indem wir mal hier reinklicken. Dann sieht man hier ein ganz kleines Gebiet. Falls man mal irgendwas sucht, ist das ganz praktisch. Was haben wir noch? Das hier sind Swalls Lebenspunkte. Und das hier sind die Mana. Also wir haben jetzt gleich wieder 200 und der kostet 120 und der 75. Und wir gehen weiter. Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber.
Um Thralls neue Fähigkeit einzusetzen, klickt auf den Kettenblitz-Button. Manche Ungeheuer lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt werden. Schatztruhen enthalten mächtige magische Gegenstände, die nur von Helden wie Thrall aufgehoben werden können. Jetzt haben wir halt hier, können wir einsammeln, dann haben in wir hier. In dieser Schatztruhe war ein nützlicher Mana-Trank. Im Inventar in der unteren Bildschirmmitte seht ihr, dass der Trank jetzt einen von Thralls Inventarplätzen einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Die magische Energie, die er braucht, um Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. Also Mana-Trank ist schon ganz gut, aber es gibt auch andere Gegenstände, die permanent was bringen und nicht nur einmal benutzt werden können. Und die sind in der Regel dann besser geeignet für schöne Spielchen. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, Krieger. Lasst die Dunkelheit nicht eure Sinne trüben. Und wir sehen, hier schläft einer. Da könnten wir einfach dran vorbeigehen. Oder ein Oger. Würde dieses Ungeheuer nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Ja, sehr erbittert. Das ist ein Tutorial. Zwei, du bist ein Kriegsveteran. Ich mach das. Kämpfen sollte man möglichst nicht ausweichen, weil dann wir kriegen ja dann Punkte, Erfahrung. Und die kann man ja dann umwandeln in gute Fähigkeiten. Also oben wäre... Ein Golem. Passt auf, meine Brüder. Diese Wesen schlafen nachts nicht. Das Problem bei Golems ist, die sind gegen Magie immun. Das heißt, ich kann meinen super coolen Kettenblitz nicht auf die abfeuern. Das ist schade, aber muss man mitleben. Das sind ja noch ganz schwache. Hier haben wir jetzt einen Ring des Schutzes. Hervorragend. Thrall hat einen magischen Ring gefunden. Ringe sind sehr nützlich, da sie einen konstanten passiven Bonus gewähren, solange sie getragen werden. Er hat's ja gesagt hier, wir haben die Rüstung des Helden, ist permanent um 1 erhöht. Es gibt noch andere Gegenstände, die die Werte eines Helden für immer erhöhen, auch wenn er sie nicht mehr trägt. Foliant heißen die. Dann verbessern sich die Werte eines Helden für immer. Also nach oben wäre richtig. Ich würde noch gerne gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Immer hoch. Gott. Ah, das meine ich. Dann ist die Gesundheit permanent erhöht. Das ist jetzt ein Buch, kein Foliant. Sehr gut. In dieser Schatztruhe war ein Zauberbuch, mit dem ihr Thrall dauerhaft stärken könnt. Ich habe jetzt nicht gesehen, was es gibt. Ich glaube, wenn das ein Zauberbuch war, ich weiß nicht, war das jetzt Stärke, Intelligenz? Irgendwas war's. Und da haben wir einen Propheten, mit dem wollten wir sprechen. Mal hin mit uns. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Ich weiß vieles über euch und euer Volk, junger Kriegshäuptling. Aber wer ich bin, ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk sammelt und dieses Land sofort verlasst. Verlassen? Was hat das zu bedeuten, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft erblickt und den großen brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir...
Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft, aber die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. Das war schon mal eine ganz kleine Kampagne. Wir machen weiter. Dafür kriegen wir auch Punkte. Ja, ganz gut. Helden 0 mal getötet. Einheiten 16. Gebäude nix. Also wir haben getötet 16 Leute. Ist normal. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 2. Abschied. 3 Tage später nahe der Küste von Lordaeron. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht blicken lassen. Hoffentlich war es kein Fehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie eintreffen. Dann müssen wir dieses Lager sofort vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Jawohl, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grommasch Höllschrei? Er und der Kriegshymnen-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling, wir haben schon lange nichts mehr von Höllschrei gehört. Verdammt, Grommasch, wo zum Teufel steckt ihr? Ja, und jetzt Hauptquest, errichte einen Stützpunkt, errichte einen Bau. Der blinkende Button am oberen Bildschirmrand zeigt an, dass eure Quest... Ah, man kann ihn auch zu Schweigen bringen, sehr gut. Errichtet einen Stützpunkt, errichtet einen Bau, errichtet eine Kriegswerkstatt, errichtet eine Kaserne, bildet 5 Grunzer aus. Dann gucken wir mal hier. Hier gibt es auch noch eine unentdeckte Quest. Und es gibt auch optionale Quests, die man machen kann. So viel dazu. Jetzt fangen wir an mit dem. Damit ihr einen Stützpunkt gründet. Peons können in Goldminen wie dieser hier. Ich erzähle nicht. Du. Wählt dazu einen Peon aus und befehlt ihm mit Rechtsklick auf die Mine. So. Hier sehen wir haben kein Gold. Das ist ein Arbeiter, den schicken wir in die Goldmine. Wenn ihr einem Peon befohlen habt, Gold abzubauen, transportiert er es automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Hier sind einige weitere Peons. Befehlt ihnen, in derselben Mine abzubauen, um den Goldertrag zu steigern. Oben rechts seht ihr, wie viel Gold ihr zurzeit habt. Hier. Wenn Peons mit Gold in euer Hauptgebäude zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Jetzt, wo ein konstanter Goldzustrom gewährleistet ist, könnt ihr weitere Peons ausbilden, um den Rest des Lagers zu... Eine Einheit auszubilden erfordert Zeit. Wenn ihr das Haupthaus ausgewählt habt, seht ihr in der unteren Bildschirmmitte eine Fortschrittsanzeige. Hier, da kommt gleich meine Arbeiter. Wir brauchen... Ihr habt gerade einen Sammelpunkt für euer Gebäude festgelegt. Wenn die Ausbildung einer Einheit in diesem Gebäude abgeschlossen ist, bewegt sie sich automatisch zum Sammelpunkt. Um einen Sammelpunkt festzulegen, wählt eins eurer Gebäude aus, das Einheiten produziert, und markiert die gewünschte Stelle mit Rechtsklick auf den Boden. Ja, und die sammeln wir jetzt ein bisschen Holz, das sehen wir hier. Dann haben wir hier noch die Anzeige. Ihr braucht zusätzliche Orkbaue, um eine größere Bevölkerung zu versorgen. Baue liefern die Versorgung, mit der ihr weitere Truppen aus. So, sei mal ruhig, Erzähler. Um einen Bau zu errichten, wählt zuerst einen eurer Peons aus. Der will labern die ganze Zeit. Okay. Klickt dann auf der Befehlskarte auf den Button Gebäude errichten. Gut platzierte Kriegswerkstätten können die Effizienz eurer Holzarbeiter verbessern. Befehlt einem Peon, in ihrer Nähe eine Kriegswerkstatt zu bauen. Ich wollte jetzt erstmal hier ein paar Baue machen. Die Baue sind dafür verantwortlich hier. Ich habe ja 12 Arbeiter und kann aber 20... ich habe Rohstoffe für 20. Mit diesen Bauen... Bauen. Plural von Bau. Bauen. Keine Ahnung. Habe ich dann gleich, wenn das hier fertig ist, einen höheren Wert. Und er sagte, ich soll ein Sägedingster, eine Kriegswerkstatt errichten. Arbeit abgeschlossen.
Ja, seht ihr, hat sich erhöht. Und was ich hier jetzt baue, das ist, da kann man das ganze Holz, was die holen, kann man da reinballern. Das heißt, die müssen jetzt nicht immer diesen ganzen Weg jetzt, hier. Jetzt, wo der Orgbau fertig ist, kann der Peon, der ihn errichtet hat, für andere Arbeiten eingesetzt werden. Habe ich schon längst erledigt. Ich würde jetzt nochmal einen machen und der wird mir dann etwas bauen, damit wir hier ein paar Hau drauf, wie nichts basteln können, ja? Gold ist im guten Fluss, Holz wird gleich schneller gehen, sobald das hier fertig ist. Und er soll mir ein Gebäude basteln, um nicht Bau, Kriegswerkstatt, Kaserne. In der Kaserne kann ich Armeen ausbilden. Arbeit abgeschlossen. Da würde ich mit Zwald schon mal, ich weiß ja schon, wie es weitergeht. Hier wird irgendwann mal was passieren. Und hier, da setze ich mir auf den Hotkey 2 und setze den Punkt auf Zwald drauf. Seht ihr, dann immer wenn da was rauskommt, dann laufen die dem Zwald abgeschlossen hinterher. Das ist ganz praktisch. Jetzt gehen wir mal gucken. Gehen wir zurück. Kriegswerkstätten enthalten zahlreiche Forschungen, mit denen ihr eure Truppen verbessern könnt. Wählt eure Kriegswerkstatt aus, um zu sehen, was ihr erforschen könnt. Und das machen wir auch direkt hier. Erhöht den Nahkampfschaden von Grunzern, Räubern und Tauren. Und die Verteidigung erhöht die Rüstung von Grunzern, Räubern, Fledermausstreitern, Tauren, Gehopptjägern, Windreitern und Verwüstern. Habe ich direkt angefangen zu forschen. Arbeit abgeschlossen. Jetzt brauchen wir echt nur noch warten, bis dieses Gebäude hier fertig ist. Ich würde sogar sagen... Ja komm, machen wir mal. Arbeit eins. Abgeschlossen. Und du baust noch so eine Kaserne. Jetzt, ja. Wo die Kaserne errichtet ist, könnt ihr damit anfangen, Grunzer als Verstärkung für eure Armee auszubilden. Um einen Grunzer auszubilden, klickt jetzt auf der Befehlskarte auf den Button Grunzer ausbilden. Wir brauchen mehr Gold. Bildet weiter Grunzer aus, bis ihr die Questanforderung erfüllt habt. Und... Ja, das sind jetzt 5 Stück brauchen wir. Wir brauchen mehr Forschung abgeschlossen. So, die Forschung ist hier fertig. Und der hier, wir brauchen mehr Gold. Dann Arbeit auch mal abgeschlossen. Ne, ihr habt gesehen, hier war der Peon. Wenn der nichts zu tun hat, steht er so. Und du hast dann hier einen freien Arbeiter. Den kannst du dann zuweisen, wie du brauchst. Wir haben schon einen Grunzer. Wir wollen ein bisschen mehr grunzen. Wir wollen in einem Chor grunzen, deswegen... Ey, Moment, was ist denn hier? Ja, warte, bevor Arbeit ich da den ganzen Weg latsche, habe ich euch ja gesagt, wir können ja einmal da reinscheinen. Da geht's weiter. Ich gucke mich mal da kurz eben um und sage ihm hier, ja, du machst immer beim Holz mit. Und Arbeit abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Hier seht ihr den Vorteil, wenn man das auf den Zwall drauflegt. Die Leute laufen ihm direkt hinterher. Man kann die zuweisen und direkt attackieren. Haut auf! Ui, was ist denn hier? Rolle der Heilung. Ja, Arbeit abgeschlossen. Den ganzen Quatsch braucht man eigentlich nicht. Ist halt nur Tutorial, da müssen wir durch. So, ich habe ja gesagt, als nächstes geht es hier ab. Dann gehen wir direkt hier hin. Und wir haben wir hier noch Grunzer. Wahrscheinlich geht die Story jetzt weiter. Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grommash. Hoffentlich nicht.
Aber wenn sie Höllschrei gefangen haben, wird es ihnen noch leid tun. Loktauga! Kommt, Krieger! Wir müssen die Menschen zurücktreiben! Ja, ich bin unterwegs. Mit meiner ganzen Armee. Zack, kommt. Steuerung 1. Und dann mit direkt mit Attacke dahin. Wir haben jetzt hier ein Gebäude verloren. Das ist nicht gut für unsere Punkte. Aber egal. Ist nicht so schlimm. Ist nicht weiter wild. Was machen wir hier? Abgeschlossen. Menschen wurden vernichtet. Wir brauchen mehr Gold. Bewegt Thrall und eure restlichen Einheiten über die Brücke und sucht Gormash. Ja, was haben sie gesagt? Wir haben gegen das Allianz-Internierungsgesetz verstoßen. Ja, wir sind halt fiese Möppe. So was machen wir. Allianz-Internierungsgesetz interessiert uns nicht. Und wir sind auf dem Weg, um Gormash Höllschrei zu retten, den die Menschen ihrerseits gefangen genommen haben. Und das lassen wir uns nicht bieten. Absolut nicht. Wir brauchen mehr Gold. Arbeit abgeschlossen. Wo ist unser Kumpel? Metzelt sie! Mein Leben für die Horde! Und wie ihr seht, hier sind so Kisten, da kann man auch drauf hauen. Manchmal ist da was drin. Und ich hoffe, wir finden etwas schön, obwohl in den Kisten ist nie was richtig Gutes, meistens nicht. Ich will das jetzt nicht verpauschalisieren. Aber war nichts drin, weiter. Wir haben immer noch nicht unseren Kumpel, den Gormash Höllschrei, gefunden. Wo hängt der denn rum? Eure Armee ist so groß geworden, dass ihr ein gewisses Einkommen braucht, um sie zu unterhalten. Die sogenannten Kosten. Wenn ihr mehrere Magiebenutzer gleichzeitig steuert, müsst ihr oft schnell zwischen ihnen wechseln, um ihre individuellen Zauber zu wirken. Mit Hilfe von Untergruppen könnt ihr das tun, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Wie ihr seht, werden die aktuell ausgewählten Einheiten in der unteren Bildschirmmitte durch kleine Porträts dargestellt. Eins dieser Einheitenporträts ist gelb umrahmt. Das ist die Untergruppe, die gerade im Fokus ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder mit Linksklick ein nicht hervorgehobenes Porträt auswählt. Dadurch wird diese Untergruppe hervorgehoben und ihre Zauber werden auf der Befehlskarte angezeigt. Kriegshäuptling, wir haben herausgefunden, wo sie Gormash festhalten. Aber das Gebiet ist mit befestigten Wachtürmen gesichert. Zerstört sie! Höllschrei muss befreit werden! Ja, Wachtürme sind gleich platt und dann haben wir unser Kumpel wieder. Yay! Ich habe schon alles mit der Shift-Taste automatisch gemacht, dass er so und dann haben wir ihn gleich.
Gromasch, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut, wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Haha, wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So wollen wir direkt. Nächstes Mal machen wir Kampagne erstmal beenden. Jetzt beenden wir Kapitel 3 und dann werde ich einen Schnitt machen. Kapitel 3, Sturmreiter. Während Thrall und seine Gefährten mit ihrer Flotte aus gestohlenen Schiffen gegen Kalimdor segeln, werden sie auf offener See von einem plötzlichen, heftigen Sturm überrascht. Um zu verhindern, dass die Schiffe Schaden erleiden, befiehlt Thrall der Flotte in der Bucht, einer nahen, einsamen Insel, Schutz zu suchen. Ein Glück, dass wir diese Bucht gefunden haben. Ich glaube nicht, dass unsere Schiffe dem Sturm viel länger getrotzt hätten. Kriegshäuptling, die Hälfte der Schiffe ist verschollen und die restlichen sind schwer beschädigt. Dann sollten wir besser ein Lager aufschlagen. Wir könnten eine Weile auf dieser Insel festsitzen. Kriegshäuptling, ich spüre seltsame Magie um uns herum. Da kommt sie her. Jemand beobachtet uns. Ihr seid's wirklich? Ich habe eure Ankunft in einer Vision gesehen. Besonders euch, den Seher. Oder spielt mir mein alter Verstand nur einen Streich? Ich glaube, dieser Troll ist schon etwas zu lange auf der Insel. Wir sind Realalterchen. Ich heiße Thrall. Ich bin Senjin, Mann. Anführer der Trolle. Die Insel hier hat mal nur uns gehört, aber jetzt nicht mehr. Ihr und eure Freunde passt besser auf. Die Menschen haben hier gerade erst einen Außenposten gebaut. Die Menschen? Ja, sie jagen uns Tag und Nacht. Ihre Patrouillen sind überall. Wird nicht lange dauern, bis sie euch auch finden. Wir sollten besser sie zuerst finden. Wir dürfen nicht riskieren, dass ihre Patrouillen den Außenposten vor uns warnen. Loktar, meine Brüder, wir rücken aus. Viel Glück, mein Freund. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern, aber wir sehen uns bald wieder. So, jetzt haben wir hier ein paar Gefährten gefunden. Kopfjäger. Also wir sind die Orks. Und die anderen waren jetzt Trolle, meine ich, ne? Warntrolle. Schnappen wir uns hier noch einen Mana-Trank. Dann positionieren wir uns einfach mal nach hier. Dann kriegen wir hier einen klitzekleinen Auftrag. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Hey Mann, Senjin hat mir gesagt, ihr helft uns, die Menschen loszuwerden. Der Brunnen hier hat früher jeden geheilt, der daraus getrunken hat. Aber komische Gase aus dem Untergrund haben das Wasser verseucht. Mit ein paar Zutaten könnte Senjin einen Läuterungstrank mischen. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Ey Mann, wir helfen. Ist doch Ehrensache. Aber damit wir überhaupt helfen können, müssen wir erstmal hier ein bisschen was rumbasteln. Eine Armee aufstellen, uns verteidigen.
Die Armee würde ich immer noch da schicken. Wir brauchen mehr Gold. Ah, Gold mal wieder. Gut. Ich würde anfangen, ein bisschen Gold, ein bisschen Holz. Wenn die Peons hier alle fertig sind, dann... Ah, plündern kann man erforschen. Angriffe von Peons, Grunzern und Räubern gewähren Rohstoffe, wenn sie Gebäude treffen. Klingt gut, nehmen wir mit. Wir werden angegriffen! Ja, wir werden hier gerade angegriffen. Wir gucken uns das mal an. Hey, das sind die Orks, die auf dem Festland die Schiffe gestohlen haben. Ruft Verstärkung. Das ist eine Verleumdung. Verleumdung. Waren wir nicht. Geht mal alle hier hin, meine Jungs. Dann würde ich jetzt dieses Sägewerk errichten, damit das hier Haupthaus haben wir ja. Kaserne haben wir auch. Arbeit abgeschlossen. Werkstatt. Und zwar direkt neben dem Wald. Und anschließend gehst du Holz abbauen. So. Und du baust mir jetzt. Bau haben wir genug. Altar der Stürme. Den haben wir schon. Das ist der hier. Wenn unser Held stirbt, wird er dort wiederbelebt. Jetzt kann man nicht so viel bauen. Würde ich sagen, ich nehme mal hier eine kleine Armee, bis wir hier noch zwei weitere kommen. Wir brauchen mehr Gold. Ah, komm. Legen wir los. Steuerung 1 und Attacke. Wir gucken erstmal hier um die Ecke, ob da was ist. Ansonsten gehen wir mal auf diese optionale Quest. Achso, ich habe die Quest ja noch gar nicht vorgelesen. Das machen wir noch schnell. Aber erstmal will ich wissen, was hier um die Ecke ist. Arbeit abgeschlossen. Ah, ein Kumpelchen. Nehmen wir mit. Und dann lasse ich die hier direkt blind links mal hier lang laufen. Ah, okay. Und das hier machen wir auf den Hotkey 2, damit ich immer nach... nachbasteln kann. Arbeit abgeschlossen. Da sind Kisten. Immer auf sie. Immer auf die Kisten. Ich erwarte zwar nicht, dass da was Gutes drin ist, aber ich will die trotzdem kaputt machen. Ah, noch mehr. Ah, seht ihr, hat sich gelohnt? Arbeit abgeschlossen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Unser Held ist aufgestiegen. Wir können einen Fähigkeitenpunkt benutzen. Aber erstmal lass die Fertigkeiten. Und wir kriegen sogar noch eine Rolle der Bestie. Was kann die? Erhöht den Schaden verbündeter Einheiten in der Nähe für 45 Sekunden. Dann gucken wir, was wir hier Tolles haben. Ich würde sagen, kämpfen müssen wir immer. Der Kettenblitz muss stärker werden. Und dann gehen wir direkt hier auf diese Jungs zu und machen die platt. Und ein bisschen forschen wäre auch nicht verkehrt. Wir werden Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen mehr Gold. Jetzt haben wir hier den Saat für den Brunnen. Oh, auf sie! Wir werden angegriffen!
Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen mehr Gottlung abgeschlossen. Oh, schon wieder. Heldenfähigkeit und Kettenblitz. Ah, kann man nicht. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Dann machen wir erstmal die Fernsicht. Ich bin ja immer neugierig, wo irgendwo was abgeht. Wir brauchen mehr Gold. Hier habe ich übrigens eben, wird zur Hochburg ausgebildet, gebildet, ausgerüstet, aufgepimpt. Gucken wir mal, was das gleich gibt. Dann holen wir uns noch das hier. Arbeit abgeschlossen. Saat der Vertreibung und dann haben wir die Brunnenquest erfüllt. Dann können wir uns daheim heilen. Das ist doch ganz, ganz super. Forschung abgeschlossen. Wir brauchen mehr Gold. Hochburg ist auch gleich fertig. Wundert man sich, warum es hier die ganze Zeit donnert bei den Donnerechsen? Die heißen halt so. Und Ausbau abgeschlossen. Würde ich sagen, erfüllen wir diese Quest. Und wir haben beim Haupthaus was gemacht. Und jetzt können wir hier noch weiter ausbauen. Arbeit abgeschlossen. Sehr schön. Ja. Machen wir also erstmal hier die Quest. Dann haben wir einen super coolen Heilbrunnen. Forschung abgeschlossen. Grüße, Fremde. Diese Zutaten sind genau das Richtige. Jetzt können sich unsere Krieger selbst heilen. Hier ist was Kleines für eure Mühen. Die Schutze hier strahlen heilende Magie aus. Die könnt ihr sicher brauchen. Ist nicht schlecht. Jetzt heilen wir hier. Jetzt würde ich sagen, warten wir, bis die hier ausgepowert sind. Hauen hier, können wir jetzt auch einen Verwüster bauen. Schön. Wir brauchen mehr Gold. Ah, immer Gold. Ah, wer braucht kein Gold? Gehen wir es zu. Noch einen. Einen Verwüster würde ich schon gern mitnehmen. Aber grundsätzlich. Wir brauchen mehr Gold. Ich würde dann hier. Kann man hier vorbei? Sieht so aus, als wenn man hier rüber käme. Ja, dann so hoch. Und dann. Das machen wir so. So und nicht anders machen wir das. Beim einen wollte ich davon mitnehmen. Dafür geben wir einen Grunzer auf. Und zwar du. Du gehst dahin. Und. Kann man den abwehren? Ja. Und dann nehmen wir dich stattdessen mit. Dann wollen wir mal. Jetzt haben wir die Nebenquest ja schon erfüllt. Forschung abgeschlossen. Haben wir hier noch weiter? Man kann den ganzen Fluss hier lang. Na, sieh mal einer an. Ne, hier ist Schluss. Dann wieder hoch. Also stadttechnisch. Wir werden angegriffen! Stadttechnisch sind wir schon gut aufgepowert. Das heißt, wir müssen hier einfach nur noch metzeln, metzeln, metzeln. Wollen wir sie aufwecken? Mach mal. Hat nichts Tolles gegeben. Ja, ja, weiter. Kann das niemand gut. Einmal draufgehauen, schon kaputt. Los,
Forschung abgeschlossen. Ja, so kann man sich schön umgucken mit dem Zauber. Finde ich gut. Wir werden angegriffen! Wir brauchen mehr Gold. Jetzt nicht weiter. Wir werden angegriffen. Aber ich meine, ich habe hier irgendwas gesehen, dass man hier rüber kann. Ja. Insel, ja genau, Trolle. Wir werden angegriffen. Unser Volk sind die Orks und das hier sind halt die Inseltrolle. Völlig. Boah, was haben die mich denn hier dezimiert? Ohne Wir brauchen mehr Gold. Nein! Ah, ich hab... Das ist blöd, wenn man sich verklickt. Die bringen die eigenen Leute eiskalt um, wenn man sich verklickt. Da muss man echt aufpassen. Wir werden angegriffen! Ich würde noch gerne einmal gucken, ob hier oben was ist. Einmal reinleuchten. Mir scheint nur, dass sind das geht. Nein, das sind irgendwie. Hier ist ein Wasser. Da ist ein Wasserweg irgendwie. Geht's da zum Wasser rein? Und hier ist ein Geschützturm. Würde ich sagen, wir hauen mal hier ein bisschen was rein. Wir brauchen mehr Gold. Und in der Zwischenzeit kann man noch mal hier rein leuchten. Schnell gucken. Wir werden angegriffen. Hier wären Gnollwächter gewesen. Hätte man noch ein bisschen was fighten können. Aber ich denke, ich habe jetzt mehr Lust dazu, hier alles platt zu machen. Eure ja. Überheblichkeit ist unfassbar. Ihr unwissenden Rohlinge werdet nur eines erreichen. Euren eigenen Tod. Das wollen wir doch mal sehen, du. Das hier ist übrigens auch ein Held auf der Gegnerseite. Xanas, der Zeitenbringer. Wir werden angegriffen. Oh, brillante Intelligenz. Wo ist mein Troll? Der will ja immer so intelligenter werden. Naja, ob er das will, weiß ich nicht, aber ich will, dass er das will. Ja, dann würde ich sagen, das ist jetzt so gut wie unser. Und habt ihr gesehen, die Arbeiter haben sich jetzt Schwerter gegriffen. Und zwar kann ich skippen, aber... Wenn man so verzweifelt ist, dass die Arbeiter losziehen müssen, dann hat man schon verloren. Wir werden angegriffen! Ist doch egal, ob wir angegriffen werden oder nicht. Wir machen die jetzt tot und platt. Ich habe kein böses dreibuchstabiges Wort gesagt. Und guck mal, der versucht das wieder aufzubauen. Sollte das hier schnell platt machen, nachher kommt der dieser eine Held wieder. Obwohl das gibt Erfahrungspunkte, wenn du platt machst. Also, was? Scheiß drauf! Das war's schon! Seid auf der Hut! Dieser Kampf ist noch nicht vorbei! Die Fischwesen sind gekommen, um uns zu verschleppen.
Eure lästige Magie wird uns nicht länger in die Quere kommen, Landbewohner. Ah, das war, wo ich gescannt habe. Da sind die jetzt reingegangen. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Jetzt kommt noch... Ja, wir machen auf jeden Fall eine kleine Pause. Jetzt ist eine dritte Fraktion reingekommen. Die, wir nannten sie so nett Fischwesen. Fischwesen. Sag mal, Orks, Trolle, Fischwesen und Menschen. Und es geht weiter. Wie gesagt, wir hatten jetzt eben... Was haben wir gemacht? Sturmreiter, ne? Ja. Sturmreiter ist erledigt. Machen wir jetzt gleich die Feuer tief unten bei den Fischwesen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.